Herzlich willkommen zurück hier bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Wie ihr seht, wir sind nicht mehr zu zweit, sondern wer ist noch mit dabei? Zu dritt war hier ist der Omnitron, der Omnitron, der ist wieder da. Genau, und unsere weibliche Unterstützung hier, der Lumafilm. Ne? Ja. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal wieder die Geschichte hier weiter. Ausflug. Ja. Warte, Christian fährt. Ja. Ausflug könnt ihr hier noch nicht. Ja, die Frau ist am Geschütz, ne? Ausflug. Also wir konnten gerade eben mit einem LKW durch eine Steinmauer brechen, aber durch einen Holzmast, ne, das geht nicht. Das sind Strommäste, ne? Ja, aber das ist trotzdem aus Holz. Aber Mast. Nicht mit Strom für heute. Warum? Weil wir den falschen Stromausfall. Ja, gut. Wir wollten gerade eigentlich aufnehmen, ne? Und dann zack, weg war's. Weg war's mit dem Strom. Jo. Ah, jetzt wird's auch noch nach. Ich glaube, das Vorderlicht ist ein bisschen kaputt. Oh, schadet nicht. Offroad! Alter! Offroad! Wo ist Nee, der abgestürzt. Ein Flugzeug. Offroad! Gottes Willen! Super. Leben sie noch? Ja, also. Man merkt deutlich, wer fährt. Ja, was denn? Team. Kommen wir an? Ja! Haben wir Notfall gebraucht? Nein! Kilometer. Ja, ich glaube, das dauert noch ein paar Stunden. Ausflug! Das ist eine Abkürzung. Rechts von uns ist ein Lager, dann fahr ich da zu nah ran. Ja, ja. Deshalb fahr ich auf. Was? Auf um Gottes Willen. Einfach stehen bleiben, wir kommen an. Offroad, ja. Ja, das ist ein Pickup, der kommt da durch. Die sind für solche Straßen gemacht. Gerade gar nichts mehr. Da ist ein Reifen kaputt gegangen, glaube ich. Hört er sich gerade so an? Oder? Das ist wir qualmen ein bisschen. Das ist ein Pickup, der ist für solche Straßen gemacht. Ja, total. Was nennst du hier Straße? Ich sehe auch die Straße nicht. Aber ich sehe einfach nur noch Fels. Ich weiß nicht, ob oben und unten. Ich gehe jetzt mal zu Fuß weiter, habe ich entschieden. Ja, der Wagen fährt nicht weiter. So viel dazu, ne? Wir kommen an. Ja. Ja. Bergsteiger. Ja, ist besser. Moment, ich hab's gleich. Zu Fuß sind wir gleich. Oh Mann, Granate auch noch. Hier ist eine Eisenbahnbrücke, vielleicht kommt hier die deutsche Bahn oder die bolivianische Bahn vorbei. Also wenn es die deutsche Bahn wird, dann können wir hier auf Ewigkeiten warten. Das sieht ja nichts. Also ich wollte das ist ein Auto, mitten ja! im Nichts! Ich wollte halt ein bisschen hier für Spannung sorgen, weißt du? Fürs Let's Play so ein bisschen Spannung reinbringen. Schon gut, entspann dich. Spannung, die ganze Mario, wir brauchen den Ports. Nein! Doch, wir müssen ja irgendwie hier runter, anders geht's ja nicht. Mach Mario schon wieder ein Auto kaputt. Schon wieder. Das ist dein Scheiß Ernst gerade. Komm schon! Merke es, lass niemals eine Frau fahren. Mario. Ah, Hilfe. Das war's dann mit dem Auto. Aber wir sind schon mal unten. Raus. Jetzt muss ich mir ein richtiges Auto und dann geht's los. Ey, ich will mitfahren. Ja, ich dreh doch nur kurz. Oh, Gottes Willen. Die Handbremse ist schon echt krass hier im Game. Mach oh, Musik wir sehen aus. Uns dann vor Ort. Das kannst du Radio ausmachen. Danke. Alter! Ey, was macht denn? Ich dachte, wir nehmen das heute mal ernst. Das musste sein, das musste sein. Ich glaube, die Mission schaffen wir in dieser Folge wohl nicht. Ich wollte einfach mal ein bisschen rammen. Oh, Christian ist so ein Spasti. Spast. Oh oh, Regierung. Unauffällig bewegen. Machen die was, wenn wir nichts tun? Wenn wir lange da bleiben. Ja, aber achso, wir fahren ja einfach durch. Das sind Rassisten, okay, alles klar. Ja, es ist so ein spezieller Club, da musst du schon Mitglied sein, damit ich dich dort akzeptiere, wenn du neben gehst. Ja. Es sind alles Rassisten, das habe ich schon gemerkt. Wir hätten übrigens. Ich folge einfach Mario, obwohl der voll falsch wäre. Frauen halt. Ja, ich denke. Nein, wir sind nicht frauenfeindlich, nein. Roman,
wir sind im Pokal. Ich habe einen eingehenden Anruf. Ich sorge dafür, dass es ein Anruf in Abwesenheit wird. Nein, in der Mission. Was wollen wir von ihm? Überzeugen Sie DJ Perico mit Ihrem Unwiderstehlichen. Ich rede die ganze Zeit mit der Karen. Ja, ich auch gerade. Das wird sowohl den Rebellen Zulauf bringen, als auch das Kartellziel dastehen lassen. Überzeugen, umdrehen und beeinflussen. Ne? Also die Leertaste ist echt krass hier. Wir suchen also doch, die aber wir wissen nicht mal, wie er aussieht. Finden das sind ja die Pyrenäen, ey. Ich melde ey, Drift, ey, das... Okay. Das ist das Problem, wenn du aufhörst, Leertaste, also... Handbremse zu betätigen, dann... Und dann weiter geradeaus fährst, dann schlingert der Wagen richtig krass. Also Drifting ist in dem Game... ein bisschen schwer. Allgemein die Fahrzeugsteuerung könnte besser sein. Aber im Moment mache ich es halbwegs gut. Wo ist also eigentlich Mario? Was für eine Route hat der? Ja, bei mir führt er mir das hier voll durch die Pampa. Also übrigens, wenn ich richtig will, dann kann ich auch richtig gut fahren. Ja, fahren finde ich geht noch, aber fliegen ist scheiße. Ey, Tokio, wir machen hier Fast and Furious Tokio Drift. Ne, Bolivien Drift. Boah, vor allem du nimmst die Tante damit. Ey, ich hab die nicht erwischt. Die ist umgekippt. Bei mir ist die. Ich bin bei mir um die rumgefahren. Da standen bei mir zwei Frauen. Eine ja, bei mir gekippt. Auch. Also ich hab die nicht berührt bei mir. Ja, okay. Bei mir hast du auch schon mal zwei Kühe, zwei ja, Schweine stimmt. Obwohl nur eine. Wie weit ist das denn bei euch? 3,4. Ich bin bei 2,2. Echt? Bei mir ist es 1,9. Bei mir 3,4. Ja, nee, bei Mario ist es nicht. Bei Mario ist es 2,0. Ja, der fährt wahrscheinlich nicht die Strecke. Ich fahr ja, ich fahr ja hier schön driften, ne? Drift Racing. Ich kann auf dieses Gebiet gehört zu Sofa. Der Nachrichtendienst. Der redet hier vom Offroad und so weiter und driftet einfach schön auf den Straßen. Ne? Der Mann an der Spitze ist El Cardenal. Was? Ein exkommunizierter. Nee, ich kann driften oder auf Straßen oder Offroad. Ich fahr ja, also wie fährst du gerade? Offroad. Ja, das war ich eigentlich auch. Ein trotzdem ja, ein Schneller da. Nein, hallo, ich hab gerade die ganze Zeit bin ich irgendwie. Das hab ich doch gesagt, ich bin gerade eben die ganze Zeit gedriftet. Um die auf der Straße. Und warte deswegen habe ich es lang gemacht. Kurzen Moment, ich spiele mal gerade eine Filmsequenz ein. Okay. Ruhe. Ich wäre eh schon viel früher da gewesen. Ja, also ich bin da. Alle ist Priester hören sich gern oh? reden. Nein, 300 Meter sind noch. Ne, 200. Das heißt, ja, das ist ja ein Fahrerkonvoi. Ich werde jetzt auch sowas direkt ranfahren, damit ich direkt kann erkennen. Ja. Sein Volk war am Verhungern. Und er wollte irgendetwas tun. Er musste den Armen helfen. Woher die Hilfe kam, war ihm egal. Andere glaubten jedoch, er mache Geschäfte mit dem Teufel. Er wurde verstoßen, verlor Familie und Freunde. Lo perdió todo. Als ich ihn fand, war er völlig gebrochen. Er sollte bei Santa Blanca die Wahrheit des neuen Glaubens predigen. Von Geburt an sind wir mit dem Tod verheiratet. Und wir müssen ihn mehr lieben als unser Leben. Heiliger Tod, die Göttin der Finsternis, befreit dich von Krankheit und Übel. Überantwortest du ihr Herz und Seele. Gar nichts? Ach du Scheiße. Er taufte mich im wahren Glauben. Ja, wenn ich früher Offroad gefahren wäre, dann wären wir auch viel früher da gewesen. Es stimmt. Der Einzige, dem ich voll und ganz vertraue. Eieiei, ei, ei. Ein Priester an der Spitze von Santa Blanca. Okay. Muss euch beeilen, ihr könntet direkt grad abfangen. Ach, das ist ein Konvoi, genau. Ach so. Dann steigen wir schnell auf. Der LKW muss heil bleiben, die Begleitfahrzeuge müssen wir zerstören. Granate kommt, komme Mierda Culeros. Wer schmeißt die Granaten? Ich hab aus Versehen eine geworfen. Ich wollte eigentlich gerade auf die Typen schießen. Ich hab aus Versehen eine in die Richtung geworfen. Ohne Fahrzeug wird das jetzt gerade ein wenig arg schwierig. Das ist doch eins. Oh ja. Fährst du? Ja. Mario, bleib dran, du schaffst es. Ja, das ist halt schwierig, ich kann nicht mal schießen, ne? Jetzt, ja, stimmt, als Fahrer kann man nicht schießen. Ich schieße eigentlich die ganze Zeit auf uns. Ich
Ich weiß auch nicht, das ist anscheinend ein Bug in diesem Game gerade. Wir sind gerade fahren vor allem. Egal, die verfolgen uns nicht. Ja, wir hätten zu dritt in einem Fahrzeug sein sollen, dann hätten zwei schießen können. Bisschen doof jetzt von der Planung. Schaffen wir. Wir sind einfach die Elite von der USA. Fahren auf der Autobahn. Ah, super! Okay, den müssen wir holen. Ich bleib im Auto. Der macht erstmal. Da roll ich erstmal dreimal. Ja, ich meine auch, der macht erstmal eine lange Rolle beim Aussteigen. Wir steigen in dasselbe Fahrzeug ein, komm. Du rechts, ich links. Ja, gut, so viel dazu. Fahr los. Wir dürfen die nicht verlieren, dann ist uns die Mission beendet. Ja, hört auf die ganze Zeit euch die Plätze zu klauen. Also eine Absprache und Planung von Missionen müssen wir noch üben. Okay, wir haben ihn gleich wieder. Ja, der ist vor uns. Mario? Ja? Bereit? Feuer! Nicht den Wagen beschädigen! Das war auch nicht der Wagen. Es ist nur das Begleitfahrzeug. Doch! Natürlich ist er beschädigt. Guck doch mal auf den Zustand. So. Okay, wir müssen schnell weg. Achtung. Unidad-Konvoi rollt an. Ich sehe mehrere Fahrzeuge. Darunter auch einen Funkwagen. Hinterher. Und die Rebellen brauchen gute Funkausrüstung. Wir können den Laster plündern und mit Kataris Leuten teilen. Ziel gesichert. Verschwinden wir. Die Rebellen können sich jetzt ihre Funkausrüstung LKW? Holen. Warum machst du Fahrt mit dem LKW? Ich wollte sagen. Willst du mit? Ups, weiß ich. Hab ich grad. Kommt ihr? Also, das ist so gewundert. Wir können direkt hier an das Lager, oder? Nee, hier ist die Mission noch vor uns. Vielleicht ist sie schon vorbei. Bei mir ist in 500 Meter die nächste Mission direkt, die dazu gehört. Ja. Information zu den Rebellen. Ja, du bist nicht beigetreten, Mario. Ja, ich habe keine Einladung dafür. Wir waren automatisch drin, ich weiß das nicht. Hm. Oh, hier ist das Lager bei mir. Michi, ich komme. Hier sind die drin wohl. Ja, Mario ist nicht drin. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie ich ihn einladen soll. Bekommst du jetzt eine Einladung? Nein. Kann ich dir nicht helfen. Drohne fliegt. Dann kämpf einfach gerade mit. Solltest du eigentlich die Punkte auch dann bekommen. Da ist noch ein Tango und das macht 3. Mehr Feinde sehe ich aktuell nicht. Wir müssen den Heli stehlen. Ne, der Heli stehlen ist die grüne Mission. Es geht um die Information in dem Einzelt. Ja. Die Drohne fliegt. Markieren Hauptmann. Hier sind 13 Leute. Die Drohne aus. Ja. Schafft ihr es? Ein Ausrufezeichen. Ja, es geht um die Typen am Heli, ne? Dass sie den auch nicht mitnehmen. Ja, wir wollten das. Ja, es geht aber auch darum gerade. Einer ist noch auf dem Feld. Frachtliste eines Versorgungsflugzeugs vom Kartell. Sieht aus, als wäre es startbereit. Die Rebellen könnten das Zeug wirklich brauchen. Sollen wir die Maschine klauen? Warte, ich sammle gerade hier noch alles ein. Ja, sammelt alles ein. Da die Motoren. Muss nur eine Sache einsammeln. Nein, da. Nee, geht nur um den Heli, nee. Komm. Bin da. Ja. Du könntest auch diese Fertigkeitspunkte oder diese Orden mal mitnehmen, Mario. Ich habe hier keine Anzeigen dafür.
Ja, er ist irgendwie ist nicht da drin. Ja. Er muss ja trotzdem keine, die Karte trotzdem leuchten. Ja, wieder, wenn ich sie nicht angezeigt bekomme, dass da irgendwo was ist. Ja. Gut, zumindest sind wir jetzt für die Mission alle in einem Boot. Ist ja gerade nur eine Nebenmission, aber... Ja. Glaub, sonst habe ich auch alles, ja. Sehr gut. So, wo muss ich denn hin? Links von uns, 2,2 Kilometer. Ich habe wieder Zeit fertig gemacht. Oh, Granate. C4 oder so wäre bei uns wahrscheinlich ganz gut, wenn wir das später haben. C4. So, brauche ich noch ein paar Punkte. Warte mal, schaltet C4-Pakete frei. Achso, mit höherer Stufe hast du wahrscheinlich mehr C4 dabei. Okay, ich bin noch. Zeitpunkt, was soll ich mehr wissen? Ich glaube, ich will das schon jetzt sehen, etwas besser. Landen, landen, landen. Pack auf! Und ich bin draußen! Und ihr habt den Fallschirm zu spät geöffnet. Seid ihr noch da? Ja. Holt ihr mich? Oh, bist du? Also, ich bin rausgesprungen und auf den Boden aufgeklatscht. Ich konnte den Fallschirm nicht mehr öffnen. Das Plündern ist mein Hobby. Ich bin auch rausgesprungen. Das ist ein anderer Heli. Mario, nehmen wir den? Jo. Und da sind noch Punkte. Das ist noch Punkte. Da 65 Meter ist ein gelber Punkt. Ja, hier gibt's noch Punkte, warte. Die Punkte. Verbindungsdokument. Ich hab in einem Dokument. Immer noch gar nichts. Oh ja, hier gibt's auch noch Dokumente zusätzlich. Aber ich sehe keinen Punkt. Ich sehe dann jetzt auch noch. Ist das vielleicht nicht bei jedem gleich, keine Ahnung. Ich sehe, habt ihr diese gelbe Markierung? Nee. Nein. Flamme der Rebellion, Moment. Ja. Habt ihr jetzt die? Ja. Fliegst du nicht, Mario? Ja, doch. Muss ich jetzt irgendwie was noch machen oder habt ihr seid jetzt. Nein, wir sind im Heli. Warte. Nein, was ist mit vor uns? Die Flamme Rebellion, die ist direkt vor uns. Wir kommen da mal hin. Achso, das ist. Nee, ich laufe hin. Das sind 100 Meter, Leute. Ich hab das nicht gesehen, ich wusste nicht, wie kann man das eigentlich aktivieren? Was hab ich hier? Was kommt nämlich? Jetzt hab ich das. Wie hast du das gemacht? Rechtsklick draufgeklickt. Rechtsklicken? Jetzt hab ich hier was. Oh, lass mich auch mal fotografieren. Hä? Achso, jetzt wissen wir wo. Ich kann nicht fotografieren. Ja, ja das ist wahrscheinlich. Ich hab das glaube ich für alle markiert, oder? Ja. Oh, das ist ein Gegner. Hilfe, ich geh lieber rein. Hier wollen wir jetzt nicht. Ich mach hier mal grad weiter. Okay, ich würde sagen, den Konvoi haben wir erfolgreich gestoppt. Und was ist unsere nächste Mission? Weiß gut. Suchen Sie den Vorzug zur Rebellenoperation. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ist es schon vorbei, eine Folge? Ja, wir sind bei 18 Minuten. Boah. Okay, ich töte noch gerade die Gegner, ne? Mach du mal. Ja, mach das. Ob Christian in der nächsten Folge noch zu sehen ist, das seht ihr dann. Also von daher. Ja, macht's gut, schaut das nächste Mal wieder vorbei und. Ah, es sind zu viele, es sind zu viele! Vielleicht überlebt es Chris nicht, also. Bis. Ich glaub's wieder nur einer.